Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein fettes Tagebuch. Die meisten haben es ja mitbekommen. Ich bin so ein bisschen in der Abnehmphase. Viele haben es mitbekommen. Durch meine Trennung fiel ich so ein tiefes Loch, habe dann aber auch feststellen müssen, dass es mir gesundheitlich nicht gut ging, weil ich einfach zu fett geworden bin. Mit Sicherheit waren die ersten, also Spitzenwert, ungelogen, waren 111 Kilo. Bin 1,73 Meter oder 1,76 Meter, das kommt immer drauf an, wann ich mich messe. Morgens bin ich größer als abends, klar. Der Mann oder Mensch schrumpft ja. Und ich bin so ein Typ, der springt immer noch von der Hebebühne runter. Und wenn dann 111 Kilo auf den Asphalt kommen. So, also mit Sicherheit waren die ersten 5, 6 Kilo dem Trennungsschmerz geschuldet. 111 Kilo ist schon eine Macht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Kilo ich gewogen habe beim ersten Fettis-Tagebuch. Ich habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Abendessen gibt es bei mir nachmittags um 5. Das wird aber ganz langsam zelebriert. Viel Salat, pflanzliches Eiweiß, tierisches Eiweiß, Schweinefleisch ist tabu. Rindfleisch habe ich, glaube ich, das letzte Mal gegessen. Puh, muss ich nachdenken. Keine Ahnung. Hühnchen zum Beispiel gedünstet. Und statt wie früher dann zu Hause so eine Cola Light, die wahrscheinlich auch nicht wirklich gesund ist für den Körper, Wasser. Ich habe so einen SodaStream Sprudler und der wird natürlich vor, das wird, Wasser wird vor durch den Brita Wasserfilter gejagt und ja, dann gibt es auch noch Wasser. Eine der schlechtesten Angewohnheiten, die ich hatte, war mir abends mal ein Bierchen zu zischen oder zwei oder auch mal drei. Ja, drei am Wochenende, jeweils. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien hat eine Flasche Bier mit einem halben Liter? 500? Puh, keine Ahnung. Also das hat sich schon mal bemerkbar gemacht. Seit Weihnachten trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Das heißt aber mit Ausnahmefällen immer, wo ich mal eingeladen war. Zum Beispiel bei meinem Kumpel Harry an der Stelle. Schöne Grüße nach Niederkassel. Den Harry kenne ich seit meiner frühesten Jugend, seit meinem 11. Lebensjahr. Mit dem bin ich im Kinderheim aufgewachsen. War uns früher gar nicht grün. Und jetzt sind wir uns grüner als grün. Ja? Waldmeistergrün. Nach der Arbeit, Rucksack in die Ecke, Laufschuhe an und dann, ich habe mir Essex Laufschuhe gekauft, eine Stunde lang flott durch den Wald gehen. Heute Nacht habe ich auf der Waage gestanden und da zeigte die Waage 97,9. Ja? 97,9. Jetzt werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Morgen früh werden es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger sein. Der Punkt an der Sache ist, dass man am Ball bleibt, die Motivation nicht verliert. Hätten wir jetzt nicht den Lockdown, ne? Also ich hatte mich ja vor dem Lockdown 1 im Fitnessstudio angemeldet, sähe die ganze Sache schon wesentlich anders aus. Also die Sache ist, am Ball bleiben, den Mut nicht verlieren. Wenn mal Rückschläge kommen, weitermachen. Winston Churchill hat mal gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Ja, komm nochmal drauf zurück, die Sache mit dem Trennungsschmerz und so. Andere hätten sich dann zu Hause eingebuddelt, was ich auch bis Weihnachten gemacht habe. Und hätten sich hängen lassen, was ich auch gemacht habe. Ich habe aber nichts runtergekriegt, weil wenn man Kummer hat, ist das mit dem Appetit und dem Hunger nicht so. Klar, ich habe es immer gehört. Hunger, Hunger, Hunger. Aber Appetit wollte nicht. Und Heiligabend kam ja dieser Herzinfarkt und da hat mein Arzt noch gesagt, so, ich sag mal, was hast denn du gemacht? Ich weiß es ja nicht. Sagt, das und das ist passiert. Und sagt, alles klar. Großer Schmerz. Das konnte nur, wenn man so, wie du das sagst, so sehr geliebt hat, dann kann das nur so enden. Er sagt eigentlich, du bist zwar zu fett, du bist zu schwer, aber du hast eigentlich die Kondition,
oder die Konstitution von einem Bären. Ich bin einmal die Woche bei ihm zur Untersuchung, Blutwerte und so weiter. Das zahle ich aus eigener Tasche. Nach der ersten Tour war es früher so, als ich am Bütchen angehalten oder am Brot, ja, nicht LKW, ihr kennt die, ja, so mit dem Kastenaufbau, ne? Klappe auf, Brötchen zu verkaufen, ein Brötchen, zwei Brötchen, Handwerkerbrötchen, oh, weg, vorbei. Nachts, zwei stehe ich jetzt auf. Um 2:45 sitze ich im LKW und dann fahre ich nach Koblenz, von Troisdorf nach Koblenz, und da esse ich eine Banane. Den Nährwert einer Banane weiß ich jetzt nicht. Auf dem Weg zur zweiten Tour esse ich nochmal eine Banane. Und dann bin ich mittags um 1, 2 Uhr zu Hause. Dann geht es nochmal eine Stunde in den Wald. Flotten Schrittes. Joggen will ich noch nicht, also mit 97,9. Wahrscheinlich ist jetzt 98,2 oder 3, werde ich meinen Knochen jetzt mit 50 mit Sicherheit nicht zumuten zu joggen. Das kommt aber. Jetzt haben wir Mitte Februar. Es wird schon wesentlich milder. Machen wir mal Folgendes. Ich ziehe jetzt mal meinen Smog aus. Das Ausziehen, das erspare ich euch. Ich blende einfach über. So, das ist jetzt der Waldmeister. Na? Kleines Bäuchlein habe ich noch, aber das geht jetzt langsam weg. Ich habe hier oben, spüre ich schon wieder meine Muskeln, meine Bauchmuskeln. Der Sixpack-Schoner, der reduziert sich gerade. Sixpack-Schoner, der ist gut, ne? Der reduziert sich gerade halt durch meine Ernährungsumstellung und dass ich halt den Alkohol abends weglasse oder je nachdem, ein oder zwei Flaschen Bier mal unter der Woche. Habe ich ja so gar nicht gemerkt. War ja genug Leibesfülle da. Selbstverständlich haben die Arme jetzt auch drunter gelitten. Da ist weniger dran. Logisch. Na, das war, also ich guck mal, ob ich hier ein Bild einblenden kann, wenn ich das finde, aus dem Fitnessstudio. Es gab mal eine Zeit, das war 2005, 2006. Da habe ich 102,4 Kilo gewogen. Das war Startpunkt Nummer 1, als ich das erste Mal richtig trainiert habe, wie ein Wilder. War jeden Tag 2 Stunden im Fitnessstudio. Ja. Cardio und danach noch 1 Stunde an den Eisen. Das würde ich halt so nicht mehr machen. Die 2 Stunden, die kann ich mir sparen. Wird damals weiter gefressen wie ein Weltmeister. Wie ein Waldmeister. Yes. Trotzdem innerhalb eines halben Jahres von 102 auf 86. Blend mal hier ein Foto ein. Da habe ich gerade aufgehört zu trainieren. Da bin ich mit meinem Sohn auf seiner Kommunion. Das hier, das geht jetzt auch weg. Ich habe mir Hanteln gekauft. Ich sagte, man muss am Ball bleiben, auch wenn es kleine Rückschläge gibt. Also ich bin kein Schoki-Fan, echt nicht. Also Schokis sind verboten, bei mir schon immer. Höchstens mal zart bitter, falls ich mal Probleme mit meinem Magen habe. Aber so Chips zum Beispiel, also all das ganze Industriegerümpel, kann man einfach nur so sagen, dieses ganze Industriegerümpel, lasse ich weg. Verarbeitete Lebensmittel, wie ihr die zum Beispiel in irgendwelchen Menüschälchen bekommt, auch sei es von Du darfst, die eine Unmenge an Salz haben. Salze lagern Wasser im Körper ab und man wird unweigerlich schwer dadurch. So, das ist jetzt mal so ein Update, wie es mir jetzt geht. Ihr könnt euch vorstellen, von 111 auf, sagen wir mal, 98, das sind 13 Kilo. Diese 13 Kilo jeden Tag nicht mehr mit sich rumzuschleppen, bedeutet für mich ein wesentlich größeres Wohlbefinden, mehr Energie. Weil ich habe, man muss sich vorstellen, ich habe einen ziemlich anstrengenden Job als Kraftfahrer. Ich muss Rollis ziehen und so, die wiegen teilweise zwischen 200 und 500 Kilo und ich ziehe einmal 2. Ja? Ich habe jetzt übrigens angefangen, die nicht mehr nur noch so zu ziehen, sondern auch mal so zu ziehen, also Workout auf der Arbeit und ja, tut mir gut. Wer auch immer jetzt zuschaut, ja, wenn ihr glaubt, mit Lockdown und ohne Fitnessstudio schaffe ich das nicht. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch.
Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Auf jeden Fall am Ball, mein Gott. Lerne reiben, ohne zu schleimen. Also, Herr Waldmeister, auf geht's. So, ich fahre jetzt nach Hause, schmeiß die Klamotten in die Ecke und dann geht's wieder strammen Schrittes durch den Wald. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt den Hut, tschüss mal ab und schwenkt die Kapp. Bye-bye. Das habe ich ja ganz vergessen. Klar, natürlich ist es jetzt so, dass ich langsamer abnehme. Es kann ja nicht immer so schnell und rapide laufen. Oh, mein Wildschwein-Smog, den liebe ich. Habe ich auch auf der Arbeit immer an. Der war zum Schluss übrigens, spannte der in etwa so. Ja. Gibt da so ein schönes Foto von mir an der Nordsee. Ach ja, meine Güte, war ich ein fetter Sack. Muss ich halt noch mal kurz nachhaken. Natürlich ist es am Anfang immer einfacher abzunehmen. Und dann verlangsamt sich die Geschichte. Aber da muss man dranbleiben. Also das sind keine Rückschläge, sondern jeder, der schon mal abgenommen hat, weiß das. Das kann ja nicht rapide abgehen. Diese Kurve ist vielleicht so und dann flacht die langsam ab. Aber man muss mal dranbleiben. Die Motivation muss da sein und einfach nicht aufgeben. Never give up. No retreat, no surrender. Okay, macht's gut. Thank you.